Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ich bin heute mal mit meinem RH9-Account unterwegs und ich wollte einfach mal eine neue Angriffstaktik testen. Und der hier kommt mir da gerade recht zu, hier dieser Rusher hier, dieser Geelfte. ihr seht, was ich unten in der Leiste habe, also ein Queen Walk würde ich gerne mit beginnen, weil ich glaube, die Queen jetzt auf 25, ja, die sieht schon ganz nett aus. Und ich würde sagen, wir ziehen hier hinten mal hin. Die Def hier ist jetzt nicht allzu stark, also ich denke mal schon, letzter Heiler noch, dass wir dort irgendwas hinkriegen. Ja, mal gucken, wir lassen die jetzt erstmal ein bisschen laufen. Mal schauen, ob wir überhaupt hier alles brauchen, Rage-mäßig etc. Im Moment, das, was ich im Moment noch gar nicht weiß, ist, wie kriege ich eigentlich die Clanburg hier gelockt? Aber mal gucken, ob mir das nicht hier mit einem Loon gelingt mir nicht. Schade auch, naja. Kann man nichts machen. Dann ziehen wir hier hinten schon mal mit einem Babydrachen rein und lassen die Queen hier jetzt mal endlich hier in die Base rein. Oh, Riesenbombe, okay. Aber hier nicht. Da laufen die durch, das ist schon mal nicht schlecht. So, der Babydrache sorgt hier schon mal für einen kleinen Funnel. Und dann hauen wir hier unsere Packer rein. Ah ne, was habe ich denn da jetzt reingehauen? Ah, ich habe nichts reingehauen. Okay, ich habe nichts reingehauen da. Aber wir haben hier jetzt auch... Ah, okay, die Packer müssen sich jetzt ein bisschen durchfressen. Dann kann ich hier schon mal weiter funneln mit meinem Babydrachen. Und kann hier jetzt schon mal einen Sprung setzen. Dann sind wir gleich auch in der Mitte. Ah, okay. Da können wir mit leben, was da gerade mal so rauskommt. Ich muss... Ah, ab und zu vertippe ich mich hier auch gerne. Muss ich mal so sagen. So, jetzt muss ich aber erstmal hier schauen, denn hier werden ja jetzt gleich die ganzen Welpen rauskommen. Dann will ich die wenigstens einmal giften hier an der Stelle. Hier mal eben heil geworfen. So, dann haue ich hier mal ein Gift rein. Oh, hier brauche ich ein Baby. Da brauche ich ein Baby, da hinten. Aber das stirbt mir leider da an der Stelle. Ah, das war doof. Ich habe meinen King nicht gezündet. Mist. Nein, jetzt brauche ich hier auf jeden Fall auch wieder. Ich muss hier noch die Babydrachen reinsetzen. Ach, meine Packers verrecken mir da alles. Scheiße. Ah, doofe Taktik. Aber wir packen es trotzdem. Ja, wir packen es trotzdem. War jetzt nicht so gut. Ich war jetzt ein bisschen nass hier aufs Dunkle. Und ich muss jetzt auch meine Queen schon mal zünden. Mir läuft ja ein bisschen die Zeit davon, aber die Pokale sind mir auch egal. Ich wollte nur das Dunkle haben. Die 3000 hier will ich in jedem Fall mitnehmen. Und ich check die Armee gleich nochmal. Das war jetzt ein bisschen, ja, suboptimal nenne ich das ja immer ganz gern. Aber so kann man angreifen. Und ja, schade auch. Haben wir nicht ganz gepackt. Ist aber nicht so schlimm. Ich bin hier nicht auf Pokaljagd. Also das hält sich noch in Grenzen. Und die 3000 sind aber ganz nett. Und ich kriege noch 920 dabei. Also fast 4000 Dunkles. Im Moment spare ich so ein bisschen für den King hier. 100.000 brauche ich. Habe ich auch schon. Aber ich bin aktuell im CK dabei. Deswegen würde ich sagen, ich baue noch eine Runde von der gleichen Armee. Spende eben mal meinem anderen Account hier ein paar Riesen. Und fordere hier schon mal Bodengift an. Dann haben wir das schon mal weg. Das heißt also, hier kriegen wir jetzt Bowler rein. So, okay. Dann mache ich kurz einen Cut und wir machen noch einen zweiten Angriff. Bis gleich. So, meine Armee ist wieder ready und ich würde sagen, wir gehen auch gleich in die Gegnersuche. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wieso macht der Toto hier plötzlich mal so eine Taktik vor? Ja, ich dachte mal, ich probiere mal einfach ein paar neue Sachen aus und habe ja auch, glaube ich, noch nie eine Taktikfolge gemacht. Ich zeige zwar mal Taktiken, aber selber habe ich noch nie was gebracht und die habe ich jetzt mal gefunden. Und ja, ich habe gedacht, Mensch, gerade bei deinen RH9ern, da kannst du mal die Queen so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt bringen. Also du kannst hier mit der Queen vielleicht mal ein bisschen mehr arbeiten. Wir wollen mal sehen, dass wir hier einen schönen Maxed Out RH9 auch zu Gesicht bekommen. Nämlich also, dass wir so ein bisschen, ja, CK-ähnliche Verhältnisse haben. Hier der Elber war ja jetzt eben eher ein gefundenes Fressen für mich. Und
Ihr seht das aber schon, dauert wieder ein bisschen mit der Suche. Ich suche einfach und da haben wir einen Sprung. Wir haben doch gefunden. Ha, wir haben gefunden. Den nehmen wir mit hier. So, ich würde sagen, wir fangen mit dem Queen Walk entgegen. Ja, das ist jetzt auch wieder schwierig. Wir fangen mit dem Queen Walk hier unten an. Wir fangen mit dem Queen Walk mal hier unten an. So, gucken wir mal. Der ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr maxed hier. Ist zwar eine Farmbase, aber ist jetzt keine CK-Base. Aber mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Und erstmal sehen, wo wir hier jetzt funneln. Das ist jetzt die große Frage. Wie wird die Queen jetzt laufen? Okay, da kriegt sie jetzt schon mal Beschuss. Dann kann ich hier schon mal einen Babydrachen setzen, dass sie garantiert genau in die Richtung läuft, in der ich sie jetzt eigentlich auch haben möchte. Und jetzt muss irgendwo mal mein Loon kommen hier. Ich gucke mal. Ich setze den Loon jetzt hier mal ab. Oh, Mensch. Der lockt mir ja jetzt die Clanburg. Super. Nehme ich mal gar nicht. Naja. Ist nicht so schlimm. Wir lassen die noch ein bisschen laufen an der Stelle. Und ich würde aber trotzdem sagen, wir funneln hier jetzt schon mal. Hier oben gehen wir mit dem Babydrachen rein. Und dann fangen wir mal mit unserem Funnel schon mal an. Hier mit dem zweiten Babydrachen. Und jetzt geben wir unserer Queen kurz mal ein bisschen Gas. So. Dann nehmen wir jetzt hier unsere Päcker und unsere Clanburg und unsere Mauerbrecher hier rein. Oh, das ist eine doofe Stelle da. Das ist eine doofe Stelle, aber hat trotzdem funktioniert. Super. King hier auch mit rein und da kommen Loons raus. Okay. Die müssen wir mal ganz hart mal eben giften. Die müssen wir mal eben ganz hart giften. Hier müssen wir jetzt doch schon den Heil zocken, weil die Loons tun uns an der Stelle jetzt natürlich schon ein bisschen weh. Keine Frage. So, Päcker sind in der Mitte. Das ist schon mal cool. Dann lassen wir die Babydrachen. Ja, die lassen wir mal damit hergehen. Oh, King fast vergessen hier. Hier hinten noch ein Babydrachen. Eieiei. Nein, der Babydrachen stirbt jetzt in der Mitte. Aber meine Bola und meine Päcker sind noch am Leben. Und auch noch unter Heilung. Das heißt also, die Luftabwehr schießt noch nicht auf meine Heiler. Das ist natürlich super. Queen ist auch noch am Start. Muss sie jetzt aber gleich, glaube ich, zünden. Jetzt habe ich aber auf der anderen Seite drei Babydrachen. Und ich hoffe, dass jetzt die Luftabwehr dort fällt. Ja, die fällt. Das ist super. Also Babydrachen gehen schon mal weiter. Wo ist meine Queen? Ah, die brauche ich noch nicht zünden. Die zünde ich jetzt. Oh, die musste ich jetzt zünden. Gerade im richtigen Augenblick gezündet, als die Riesenbombe da kam. Super. Ja, das müssen eigentlich drei Sterne sein. Und so haben wir hier eine CK-ähnliche Base gemacht, haben wir wieder nette Ressourcen rausgesucht. Ich check die jetzt gleich noch ein drittes Mal. Und dann kann ich euch sicherlich auch sagen, ob die vielleicht sogar im Clankrieg funktionieren könnte. Es waren ja jetzt schon ähnliche Verhältnisse wie im CK. Schön mit den Loons. Ja, also ist ja auch eine CB-Truppe. Und denke mal, trotzdem wieder gut abgeräumt hier. Und alles wieder im Pott. Also kurz Helden regenerieren lassen und kurzer Cut bis zum dritten Angriff. So, wir haben ihn gefunden. Ich habe schon mal ein bisschen vorab die Gegnersuche hier gestartet und ich habe mir auch noch mal die Wiederholung vom ersten Kampf angeguckt. Da ist mir völlig entgangen, dass der Loon ja nicht von mir war, sondern vom Gegner. Der hat dann meine ganzen Truppen in der Mitte geplättet. Ich habe das dann im Nachgang noch mal gesehen und da hätte ich da vielleicht eher den Gift setzen sollen. Aber egal, wir haben trotzdem gewonnen und wir nehmen den mit, weil er schöne Ressourcen für uns hat und weil die Luftabwehren, glaube ich, für uns in einen ganz nett erreichbaren Bereich sind. Das gucken wir mal, ob wir da irgendwie rankommen, beziehungsweise wie wir hier jetzt funneln, weiß ich auch noch nicht. Ich weiß auch immer noch nicht, wie ich jetzt hier die Clanburg rauskriege. Ich gucke mal, ob ich hier mit Mauerbrecher schon reinkomme. Ja, da komme ich natürlich nicht rein. Super, toll gemacht. Noch einen dazu gesetzt. Ja, jetzt haben wir das Loch da auf, das ist schon mal nicht schlecht. Und tolle Wurst, da kriegen jetzt meine Heiler Beschuss. Ja, das ist natürlich doof. Ich rage mal. Mal gucken, ob die Queen jetzt hier irgendwie zur Luftabwehr läuft und die schon mal wegmacht. Jawohl, die geht schon mal weg hier. Das ist nicht schlecht. Und wir lassen den Funnel hier einfach mal offen. Ich guck mal jetzt Loon. Ob ich hier jetzt den Loon mal setze. Mal gucken, ob der irgendwas lockt. Lockt der Loon irgendetwas raus? Oh, das wird ein vermurkster Angriff hier. Der wird ein Murks hier, aber ich glaube, er hat nichts in der Clanburg. Dann
setze ich jetzt mal, ich denke mal hier, setzen wir ein Baby hin und kommen hier mit unseren Pekkas. Ja, Pekka, King rein. So, und hier die Mauer, und hier die Bowler. Oh, ich hoffe nicht, dass die Bowler jetzt alle gestorben sind. Ziehe hier jetzt schon mal einen Sprung rein. Und da kriegen jetzt auch schon meine Truppen gerade ein bisschen Feuer. Ich muss mal eben so ein bisschen innehalten hier. Weil die Luftabwehren müssen weg. Und hier in der Mitte, da muss ich jetzt mal heilen, dass das Bowler-Pack hier noch durchgeht. Aber die Luftabwehren müssen da auf der Ecke weg. Das wäre mir ganz, ganz lieb. Oh, Level 130, sauber. Sauber, Thorsten. Jawohl, gut gemacht. So, da geht jetzt die Luftabwehr schon mal weg. Vom Pekka, komm, Pekka. Jawohl. Dann kann ich hier weiter funneln. Beziehungsweise nicht funneln, sondern mit meinem Babydrachen reinkommen. Und da weiter durchgehen. Ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch die Luftabwehr da hinten. Die ist jetzt aber, die ist schwer zu erreichen. Die ist schwer zu erreichen. Das wird, glaube ich, an der Stelle nichts. Ich habe auch keine Heiler mehr. Ich muss mal gucken. Jetzt muss ich so ein bisschen die Bogenschützenturm dort ablenken an der Stelle. Oh, da gift ich mal durch. Und jawohl, wir schaffen die Luftabwehr hier. Das ist krass, das ist super. Ja, sieht gut aus. Noch genug Babydrachen am Start. Und auch die Base haben wir gepackt, denke ich mal. Ja, das sieht gut aus. Was haltet ihr von der Taktik? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr die auch für CK-tauglich haltet oder auch nicht. Und schade, Queen vergessen, Mist. Naja, ist nicht so schlimm. Ich habe die gleiche Armee nochmal am Start. Ich kann euch auch genau sagen, warum. Ich brauche ja Dunkles. Und die Armee hier kostet überhaupt kein Dunkles. 125 Dunkles nur. Wofür eigentlich? Dafür für den Giftzauber. Trainiere ich gleich nochmal nach. Und ich hoffe, diese Taktikfolge hier hat euch einfach mal gefallen. Die habe ich jetzt einfach mal auf den Nachmittag mit reingeworfen hier für euch. Und wenn das so ist, dann bleibt bei mir dran. Bis dahin, euer Toto. Clasht.